Wenn ihr es nicht bereuen möchtet, den erstbesten Monitor gekauft zu haben fürs Homeoffice und euer Bild einfach verschwindet, dann schaut euch dieses Video an. Willkommen bei CoolBlue, mein Name ist Jaja. Den richtigen Monitor für sich zu kaufen ist gar nicht so einfach, vor allem nicht fürs Homeoffice bei der Riesenauswahl und den hunderttausenden Zahlen und Fakten. Ich erkläre euch heute, worauf es meiner Meinung nach wirklich ankommt. Fangen wir mal mit den Dingen an, die im Homeoffice fürs Arbeiten nicht wirklich wichtig sind. Dann haben wir die schon mal weg. Dazu gehören die Bildfrequenz und die Reaktionszeit. Wenn ihr jetzt nicht zusätzlich darauf zocken möchtet, sind die ja relativ irrelevant. Ebenso irrelevant sind meiner Meinung nach integrierte Lautsprecher. Die klingen selten gut und ich vermute, die meisten von euch arbeiten eh mit einem Laptop. Was hat ein Laptop ebenfalls eingebaut? Lautsprecher. Wenn ihr guten Sound haben wollt, dann holt euch am besten einfach separate Lautsprecher. Da sind selbst die günstigsten in der Regel besser als die vom Monitor. Gut, dann kommen wir zu den Dingen, die relevant sind, womit wir bei der Größe wären. Hierbei gibt es zwei Arten der Größe von Monitor. Nämlich einmal die tatsächliche Größe, gemessen in der Bildschirmdiagonale. Und ebenso wichtig, wenn nicht sogar noch fast wichtiger, ist die tatsächliche Bildschirmoberfläche, gemessen an der Anzahl der darstellbaren Pixel bzw. der Auflösung. Was die Bildschirmdiagonale angeht, würde ich ein Stück weit vom verfügbaren Platz abhängig machen. 24 bis 27 Zoll sind die normalen Größen. Alles darüber hinaus geht fast schon in Richtung Fernseher. Wenn ihr den Monitor zum Arbeiten nutzt und nicht noch groß Filme, Serien oder Spiele darauf anzeigt, würde ich in den meisten Fällen in diesem Bereich bleiben. Sonderfälle sind natürlich Ultra-Wide-Monitore, die anderthalb bis doppelte Breite haben. Für bestimmte Anwendungsgebiete wie sehr große Tabellen oder Multitasking bei zwei nebeneinander liegenden Fenstern kann das sehr nützlich sein. Nimmt aber natürlich auch eine Menge Platz auf dem Schreibtisch ein. Je nach Setup kann ein zu großer Bildschirm die Arbeitsfläche schnell überladen. Zurück zur Auflösung. Ob ein Monitor Full HD, WQHD oder 4K hat, ist nicht nur für die schärferen Bilder wichtig, sondern hat einen ganz praktischen Nutzen. Je höher die Auflösung nämlich ist, desto mehr kann von den einzelnen Programmen angezeigt werden. Das ist zum Beispiel beim Videoschnitt extrem hilfreich, aber auch bei ganz normalen Büroaufgaben wie dem Schreiben von Dokumenten oder dem Arbeiten in Tabellen ist es zumindest für mich persönlich ein wirklicher Gamechanger. Insbesondere bei großen Tabellen mit vielen Informationen hilft die verbesserte Übersicht enorm. Bei WQHD, also 2560x1440 Pixel, könnt ihr in den Programmen ein Drittel mehr nach unten und ein Drittel mehr zur Seite anzeigen. Ihr seht hier zum Beispiel bei einer Tabelle, was das für einen Riesenunterschied macht. Genauso nützlich ist es bei zwei nebeneinander liegenden Fenstern. Bei einer 4K-Auflösung ist es sogar das Doppelte nach unten und zur Seite. Hierbei ist aber das Problem, dass die Anzeige sehr schnell sehr, sehr klein werden kann, wenn der Monitor nicht mindestens 32 Zoll hat. Was den Preis angeht, sind sowohl ein größerer Bildschirm als auch eine höhere Auflösung ein Preisfaktor. 27 Zoll mit 1440p ist ein guter Kompromiss, den ich tatsächlich selber nutze und den meisten Leuten empfehlen würde. Kommen wir zum sogenannten Panel. Für alle, die neu sind im Monitor-Game, das Panel bestimmt die Detailtiefe der Farben, die Reaktionsgeschwindigkeit und den Blickwinkel. Die drei gängigsten Paneltypen sind TN, VA und IPS. Kurz zum TN-Panel, es hat die schlechteste Farbwiedergabe, hat dafür aber eine sehr hohe Reaktionsgeschwindigkeit und ist verhältnismäßig günstig. Der Blickwinkel ist ebenfalls nicht so gut. Das VA-Panel, das nächste ist, hat ebenfalls keinen guten Blickwinkel, dafür aber eine bessere Farbwiedergabe. Preislich liegen VA-Panel in der Mittelklasse und das IPS-Panel, das ist das hochwertigste und teuerste, mit der besten Farbwiedergabe und einem guten Bild aus verschiedenen Blickwinkeln. Ich persönlich habe ein IPS-Panel, weil ich mit Videos und Grafiken arbeite und bin damit ehrlich gesagt sehr zufrieden. Ein VA-Panel sollte aber für die meisten im Homeoffice ausreichen. Von einem TN-Panel würde ich eher abraten, weil die meisten modernen Laptops ein IPS-Panel haben und der Unterschied in der Farbdarstellung schon deutlich sichtbar ist. Muss aber kein Dealbreaker sein. Am besten schaut ihr euch die verschiedenen Displays vor dem Kauf im Laden an, zum Beispiel bei uns im CoolBlue Store. Mehr Details zu den Panels findet ihr im verlinkten Beratungsartikel in der Videobeschreibung. Der nächste Punkt, den man beim Monitorkauf schnell übersieht, ist das Gehäuse des Monitors. Je nachdem, an welches Gerät der Monitor angeschlossen wird, können die Anschlüsse ein entscheidendes Kaufkriterium sein. Wenn euer Laptop beispielsweise per USB-C-Anschluss geladen werden kann, dann ist es sehr verlockend, sich einen Monitor zu kaufen, der per USB-C angeschlossen werden kann und gleichzeitig den Laptop lädt. Alles mit einem einzigen Kabel.
Vorsicht an der Stelle, nicht jeder Monitor mit USB-C-Anschluss kann auch gleichzeitig einen Laptop laden. Hier müsst ihr explizit darauf achten, wenn euch das wichtig ist, dass der Monitor genug Strom aus dem USB-C-Anschluss rauswirft. Wenn der Monitor dann zusätzlich noch weitere USB-Anschlüsse hat, an denen man weitere Geräte anschließen kann, kann man sich teilweise sogar eine Docking-Station sparen. Auch gibt es Monitore, an denen man per Direktverbindung weitere Monitore anschließen kann. Das Prinzip nennt sich Daisy Chain. Wenn ihr den Monitor an einem Monitorarm statt an dem mitgelieferten Ständer aufhängen möchtet, dann achtet darauf, dass der Monitor den VESA-Standard als Befestigungsmöglichkeit hat. Was den Stromverbrauch angeht, gilt, je größer der Monitor ist und je heller er eingestellt ist, desto höher der Verbrauch. Das Energielabel gibt ja einen Anhaltspunkt. Wenn ihr aber beispielsweise die Helligkeit runterregelt oder die Bildfrequenz verringert, dann lässt sich auf diese Weise schon mal ein bisschen Strom einsparen. Ja, meine ganz konkrete Empfehlung fürs Homeoffice wäre ein 27 Zoll Monitor mit mindestens WQHD, also einer Bildschirmauflösung von 2560x1440 Pixel und einem VA- oder IPS-Panel. Wenn ihr die Möglichkeit habt, alles mit einem Kabel am Laptop zu verbinden und ihn gleichzeitig zu laden, kann das eurem Leben natürlich auch einen deutlichen Schub nach vorne geben. Schaut euch gerne auf coolblue.de um, was wir so an Monitoren im Angebot haben. Da gibt es nämlich ganz schön viele. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung oder kommt im Store vorbei. Hier neben mir findet ihr ein Video zur Auswahl von externen SSDs, falls ihr mehr Speicherplatz braucht. Ansonsten lasst hier gerne ein Like und ein Abo da. Macht's gut, bis dahin, ciao.